ein dreidimensionales Objekt und Tiefe kann man nur mit Licht schaffen, mit Schatten, mit Lichtern, mit Verläufen. Licht ist eigentlich alles. Licht ist der Faktor, der das Objekt zum Leben bringt. Was ich sehr gerne mag bei diesen Objekten, um ein bisschen mehr Spannung reinzukriegen und die Oberflächen, die Materialität herauszuarbeiten, ist ein sehr hartes Kunstlicht. Durch die Härte kriegt man nahezu jedes Detail raus. Selbst die Oberflächenstruktur, kleinste Fasern des Papiers. Wenn man das Licht richtig setzt, kann man den Tintenstrich sehen. Und dann wird es aufregend. Man staunt rein in diese Farben und in dieses Handwerk. Wenn ich das rüberkriege, und wenn man eine Ahnung davon hat, wie es sein könnte, dass man es anfasst, oder Lust dazu hätte, da vielleicht ein bisschen drin zu schmökern, dann ist es eigentlich rund. Und dann kann ich zufrieden nach Hause gehen.